Willst du noch eine Geschichte? Ach ja, bitte. Eine Geschichte? 10, 20, 100, 1000, Millionen, Milliarden. Ich hab schon den ein oder anderen Bären aufgebunden, wenn wir uns am Lagerfeuer sammelten. Da wird man ganz schnell aus einer chilligen Party der Abriss unseres Lebens, und aus Bier wird Bacardi. Die Alte, die dazu bereit war, mit mir rumzumachen, hat dann plötzlich hinter der Theke meine Keule wund geblasen. Aus nem Trip nach Holland wird ne Reise durch Europa. Aus schlechtem Pep wird gutes Coca, aus nem Lichtblick ne Supernova. Wir waren der Grund, dass die Welt sich veränderte, und quasi mit dabei, als Michael Jackson verendete. Ich kämpfte mit Bären, gut, ich muss ja nicht erwähnen, dass es eigentlich ein kleiner Kerl war aus der Parallelklasse. Ich hab die Welt bereits so vieles gesehen, so vieles erlebt, hab auf Safaris Tiere erlegt, yeah. Also lausch dem Typ mit den tausend Geschichten, in der Zeit, in der die meisten es vorziehen, zu Hause zu sitzen. Halte das Stockbrot in die glimmenden Flammen, und Raffi lässt noch ne Geschichte vom Stapel. Guck mich an, das pure Leben fließt durch die Adern. Oder bin ich dann doch nur ein kreativer Versager? Das ist scheißegal, Hauptsache du machst dich frei und folgst einfach dem Reiseplan. Ah, da sind sie schon, sie wollen es wieder wissen. Na, wie geht's? Weißt du noch eine Geschichte? Ach, ja. Natürlich, und komm nicht erst einmal in Rage, fällt deine Kinnlade, denn ich erzähl dir Milliarden. Ich hatte die ein oder andere Nahtoderfahrung, denn ich bin einmal quer über den Kilimandscharo gewandert. Dabei habe ich abends in den Vulkankrater gebadet und ging dann am nächsten Tag in Tansania vom Hafen. Bin locker rüber gesegelt nach Ägypten und war dort im Roten Meer auf einmal dicke Aale fischen. Ließ dann am Abend in einem teuren Hotel den Champagner spritzen und bin am Morgen auf einem Kamel durch den Sand geritten zu den Pyramiden. Doch das war zu lahm, also musste ich mit Jet mit Riesendüsen trieben Richtung Süden fliegen. Danach war erst einmal Namibia mein Standort. Ich bin eine Zeit geblieben und wurde dort ein fieser Diktator. Doch ich hätte euch vermisst und kam zurück in die verflixte alte Gegend, um euch diese Geschichten zu erzählen. Halte das Stockbrot in die glimmenden Flammen, und Raffi lässt noch ne Geschichte vom Stapel. Guck mich an, das pure Leben fließt durch die Adern. Oder bin ich dann doch nur ein kreativer Versager? Das ist scheißegal, Hauptsache du machst dich frei und folgst einfach dem Reiseplan. Ah, da sind sie schon, sie wollen es wieder wissen. Na, wie geht's? Weißt du noch eine Geschichte? Ach ja!